So, zweiter Versuch. Ich bin Jim Zwei Martens. In meinem Talk geht es um digitale Abgründe in der Kommunalpolitik. Im Hintergrund könnt ihr schon sagen, den Screenshot mal sehen von der Startseite von dem System. Aber bevor wir sagen, dazu kommen, ein paar Sachen zu den politischen Hintergründen, was es mit der Kommunalpolitik in Hamburg eigentlich auf sich hat. Kommen wir zu den News aus den Kommunen, was man da so hört. Wenn der Begriff Kommune irgendwo in der Schlagzeile drin ist, ist einmal die tragische Sache natürlich mit der Ermordung von Walter Lübcke, dem Regierungspräsidenten aus Kassel, aber auch klamme Kassen oder Schwimmbäder und Bibliotheken schließen, der Sanierungsstau oder in anderem Wort die Infrastrukturapokalypse. Und kurzum, die Kommunen fallen bundesweit eigentlich immer nur negativ auf. Positive Beispiele werden hingegen selten wahrgenommen. Das heißt nicht, dass es nicht auch positive Nachrichten gibt. Das bedeutet nur meistens, dass diese nicht in Verbindung mit der Kommune an und für sich stehen. Kommen wir zu Hamburg. Eigentlich wäre jetzt ja schon mal die Frage stellen, das heißt ja in Langform Freie und Hansestadt Hamburg. Woher kommt das Freie eigentlich? Bei Hansestadt gehe ich davon aus, kennen die meisten. Das geht darauf zurück, dass Hamburg eine Reichsstadt war im Heiligen Römischen Reich. Auf dem Wiener Kongress 1815, nach Beendigung des Napoleonfeldzugs, wo das Heilige Römische Reich aufgelöst wurde, hat Hamburg dort weitgehende Privilegien behalten können. Seitdem war es sozusagen eine freie Stadt, ist weiterhin frei von einer Landherrschaft. Andere Städte sind in Flächenstaaten aufgegangen. Bis heute ist Hamburg ein Stadtstaat geblieben. Und neben Hamburg ist einzig Bremen das gelungen, bis heute als ehemalige Reichsstadt ein Stadtstaat geblieben zu sein. Es geht noch ein bisschen weiter. Hamburg hatte außerhalb der Stadtgrenzen oder der Befestigung, die entlang des Wallrings verliefen, also Planten und Blumen auf der westlichen Seite und dann Wallringtunnel oder Hauptbahnhof sozusagen als östliche Begrenzung, das war die eigentliche Stadtfläche Hamburgs. Alles außerhalb, also St. Pauli, St. Georg und so weiter, war eigentlich ja außerhalb der Stadtgrenzen. Und Hamburg hatte dort sogenannte Landherrenschaften, die schlossen teilweise auch Cuxhaven und Geesthacht mit ein. Also relativ weite Gebiete des heutigen Niedersachsen und Schleswig-Holsteins. Und jeweils zwei Senatoren waren da sozusagen als Landesherren tätig in diesen Landherrenschaften. Die Gebiete nahe der Stadtbefestigung wurden im Laufe der Zeit zu Vorstädten erhoben und damit unter direkte Stadtverwaltung gestellt. So zum Beispiel St. Georg, wo dann der gesamte Senat das kontrolliert hat. Mit dem 1937 beschlossenen Groß-Hamburg-Gesetz, was mehr so ein allgemeines Gebietsreformgesetz von Preußen war, sind dann eben Gebiete wie Cuxhaven und Geesthacht an Preußen gefallen und dafür Vororte von Hamburg wie Bergedorf, Harburg etc. eingemeindet worden nach Hamburg. Mit diesem Groß-Hamburg-Gesetz ist aber auch Lübeck aufgegangen in Preußen. Bis dato war nämlich Lübeck auch noch eigenständig. Die Einheitsgemeinde wurde Hamburg ein Jahr später. Aber was bedeutet Einheitsgemeinde denn? Ein Begriff, der in Hamburg immer häufiger in der Politik verwendet wird. Einerseits ist Hamburg ein Land in der Bundesrepublik Deutschland. Und der Begriff Bundesland kommt so im Grundgesetz gar nicht vor, wird aber im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet. Dann ist Hamburg aber auch eine Kommune, sozusagen die kleinste Rechtsform, wenn man so will, von Gebieten in Deutschland. Und es gibt einen kommunalen Schutz, das heißt, die Kompetenzen der kommunalen Ebene können von der Landesebene nicht an sich gezogen werden. Hamburg als Land und Kommune ist natürlich in einer besonderen Situation. Und gleichzeitig ist Hamburg auch noch eine kreisfreie Stadt. Denn wenn man in Flächenstaaten guckt, wie Schleswig-Holstein, die haben einerseits Kreise, beispielsweise Kreis Stormarn, und andererseits kreisfreie Städte, die nicht in irgendeinem Kreis sind, wie Lübeck. Und Hamburg ist eben in dem Land Hamburg eine kreisfreie Stadt und gleichzeitig eine Kommune. Die Hamburgische Bürgerschaft ist das Parlament des Landes Hamburg einerseits und damit die Legislative, die erste Gewalt, zuletzt am 23. Februar gewählt.
Gleichzeitig ist die Bürgerschaft aber auch der Gemeinderat der Gemeinde Hamburg. In Flächenstaaten ist dieses Gremium ein Verwaltungsgremium und Teil der Exekutive, auch wenn es gewählt wird. In Hamburg ist die Bürgerschaft natürlich in keiner Weise Teil der Exekutive, aber das zeigt nochmal diese Doppelrolle, die die Bürgerschaft hat. Hamburg ist aber noch weiter unterteilt, unterhalb der kommunalen Ebene in Bezirke an der Zahl 7, Altona, Eimsbüttel, Hamburg Nord, Wandsbek, Bergedorf, Harburg und Hamburg Mitte. Und jeder der Bezirke hat ein Bezirksamt mit einer Bezirksamtsleitung und einer Bezirksversammlung. Und die Versammlung ist ein Verwaltungsausschuss und somit Teil der Exekutive, auch wenn diese gewählt wird. Und die Besonderheit in Hamburg, die immer mal wieder aufpoppt in den News, ist die sogenannte Evokation. Was heißt das? Der Senat kann allgemein und im Einzelfall Weisungen erteilen und Angelegenheiten selbst erledigen. Auch soweit eine Fachbehörde oder ein Bezirksamt zuständig ist. Eine Fachbehörde ist sowas wie ein Ministerium in einem Flächenland. Und ein Bezirksamt, wie gesagt, die sind pro Bezirk 1, gibt es davon. Kommen wir zur Bezirksversammlung. Wird auf alle 5 Jahre gewählt, parallel zur Europawahl, zuletzt 2019. Und beschließt zum Beispiel die Bebauungspläne, verteilt sogenannte Sondermittel und kann Anträge beschließen. Bei den Anträgen sind wir da relativ frei, aber wirkliche Bindekraft haben Anträge nur, wenn sie sagen, an die eigene Verwaltung gerichtet sind, also an die Bezirksverwaltung. Die Landesbehörden, an die können wir Anfragen richten oder bitten, aber wir können sagen, nicht verbindlich beschließen, dass diese etwas zu tun haben. Und das führt in einem Bereich insbesondere zu Problemen, und zwar im Verkehrsbereich. Es gibt eine sogenannte untere Verkehrsbehörde, die sitzt in den Polizeikommissariaten und ist für Bezirksstraßen zuständig, also eigentlich die Straßen, für die der Bezirk zuständig ist. Aber dadurch, dass sie in den Polizeikommissariaten sind, ist diese Behörde der Innenbehörde untergeordnet und damit der Landesebene. Somit haben die Bezirke keinen rechtlichen, also keine Durchgriffsmöglichkeit in dem Bereich. Selbst wenn man einen einstimmigen Beschluss hätte in der Bezirksversammlung, wir wollen irgendwas zu Tempo 30 machen, wenn die Polizei sagt nein, dann hat man ein Problem. Dann geht es mich nicht. Kommen wir zu dem digitalen Aspekt dieses Talks. Wir verwenden ein Ratsinformationssystem oder RIS namens ALRIS von der CC EGOV GmbH mit Sitz in Hamburg. Über dieses Tool werden online die sogenannten Drucksachen zugänglich gemacht. Was sind jetzt Drucksachen? Alles, was ein Antrag ist, eine Anfrage, eine Beantwortung einer Anfrage, eine Mitteilung der Verwaltung, eigentlich alles, was irgendein relevantes Schriftstück ist, ist eine sogenannte Drucksache und hat eine eindeutige Nummer, mit der diese identifiziert wird. Auch noch gruppiert nach Legislaturperiode. Das heißt, wir sind aktuell, glaube ich, in der 21. Das heißt, es beginnt dann mit 21 und dann Bindestrich und dann kommt die laufende Nummer für die Drucksache. Über dieses Tool werden aber auch die Sitzungsgelder verwaltet. Das macht dann die Verwaltung, passenderweise. Kommen wir zur Startseite. Jetzt in voller Farbenpracht. Das sieht schon nicht so modern aus, gelinde gesagt. Ist auch nicht bearbeitet. Also ich habe natürlich jetzt nicht Full HD da reingepackt, das Bild, sondern nur den Ausschnitt. Aber ne, das sieht so wie letztes Jahrhundert aus, so ein bisschen. Gehen wir mal zu einer der Tätigkeiten, die man als Abgeordneter häufiger machen muss. Drucksachen herunterzuladen. Sollte einfach sein, oder? Also, ne? Das ist doch die Grundtätigkeit, die man im Internet macht. Man lädt Dinge herunter. Dafür ist es doch mal ursprünglich gemacht worden, ne? Zu Beginn mit File-Servern und dann lädt man sich Sachen runter. Ich mache mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und versuche mal die Anzahl Klicks mitzuzählen, die man dafür braucht. Der erste Schritt ist eine Anmeldung. Nun findet die, wie man sieht, nicht auf der Startseite vom ALRIS statt, sondern auf dem Serviceportal der Stadt Hamburg. Das an und für sich ist auch irgendwie halbwegs mobile-friendly und modern und so neu entwickelt. Hier bin ich jetzt schon sozusagen angemeldet.
Aber ja, das ist dann der Login-Screen, wenn man das dann eingibt, nicht angemeldet ist. Wenn man angemeldet ist und sich einloggt, das kann man kommt auf die Login-Seite. Wenn man dann versucht, sich einzuloggen, dann landet man auf irgendeiner Fehlerseite, weil man natürlich sich nicht mehr einloggen kann. Aber wenn man sich da eingeloggt hat, erfolgreich über den richtigen Link draufgegangen ist, landet man direkt dort. Das ist dann sozusagen ein Online-Dienst im Serviceportal, zu dem ich Zugriff habe und dann kann ich auf Hier starten klicken. Das ist sozusagen von der Aufmachung ähnlich, wie wenn ich andere Service-Dienstleistungen über Serviceportal nutze. Wenn ich jetzt über einen anderen Link irgendwie raufgegangen bin, dann lande ich, also dann muss ich erstmal hier auf meinen Bereich klicken und dann habe ich eine Liste an den Sachen, wo ich Zugriff habe. Mit diesem extra Zugriff, was wir bekommen haben als Abgeordnete, hat man nur einen Dienst, den ich gerade gezeigt habe. Dann klickt man einen roten Pfeil nach rechts und landet dann auf dieser Seite. Muss ich hier auf hier starten klicken, lande dann auf der Landingpage. Das ist jetzt sagen die Sicht, wenn man angemeldet ist. Sieht auch nicht sonderlich moderner aus. Sieht ein bisschen anders aus. Man hat hier so einen Abmelden-Button drin. Man sieht hier, zu welchen Sitzungen man eingeladen ist. Man sieht irgendwie Sitzungsgeld und theoretisch, auch wenn das praktisch nicht wirklich genutzt wird, kann man hierüber auch Anträge einreichen online. Meistens geschieht das aber über die Fraktionsgeschäftsstellen. So, wenn man auf Eingeladen klickt, so Disclaimer: Der Screenshot ist jetzt nicht aktuell, der ist schon aus den Märzferien, aber trotzdem faktisch korrekt, weil aktuell keine Sitzungen stattfinden. Entsprechend kann ich zu keiner eingeladen sein. Das sehen wir gleich noch auf meinem Kalender sozusagen. Aber wenn hier eine Einladung drin stünde, steht hier das Datum, die Zeit, wann stattfindet, die Sitzung. Hier, diese Sitzung ist dann übrigens auch mit dem Link, das heißt, da kann ich dann raufklicken und der Ort, also wo der Sitzungssaal ist. Der Sitzungskalender ist eindeutig veraltet aus dem April. Ich dachte, ich zeige mal so, was im April stattfindet. Wir sind ja jetzt an diesem Wochenende, genau gesagt am 12. April. Und außer diesem Hauptausschuss am 16. und einem Ersatzhauptausschuss am 30. findet diesen Monat nichts statt wegen Corona. Aber das zeigt mal schön, was so die normale Sitzungsbelastung ist. Natürlich muss ich jetzt nicht zu allen Ausschüssen hin. Bin auch nicht in allen drin. Sondern ich bin in einem Regionalausschuss und zwei Fachausschüssen. Aber das zusammen mit der Bezirksversammlung sind vier Termine im Monat plus zwei Fraktionssitzungen sind sechs Abendtermine im Monat. Reine Präsenz. Dazu kommt dann natürlich noch Anträge schreiben etc. pp. Das zeigt aber auch, wie viel sagen, hier ausgefallen ist. Und der Look ist so schön alte, also 80er Jahre finde ich, so mit dem Ringbuchblock noch. Wenn wir jetzt weitergehen und mal auf so eine Sitzung klicken würden, haben wir so eine Tagesordnung. Auch so schön ja, so ein Heftereindruck, ne, mit Büroklammer dran. Ich würde auf so einer Seite landen, wenn ich aus dieser Eingeladen-Übersicht raufklicke, dann lande ich hier. Da ist dann hier sind die ganzen Tagesordnungspunkte. Ö steht dabei für öffentlich, N steht für nicht öffentlich. Auf der rechten Seite sind die Drucksachen verlinkt. Das ist einmal ein Link und dann einmal ein Button, wo ich raufklicken kann. Tut, glaube ich, das Gleiche. Das wirklich Spannende ist aber hier oben rechts. Da habe ich einmal die Tagesordnung, alle Dokumente zur Sitzung im Paket und die Einladung. Also eigentlich genau das, was ich runterladen will. Die Unterlagen für eine Sitzung. Das war ja schon super kompliziert, da überhaupt hinzukommen, sich da durchzunavigieren und hinzuklicken. Wird aber noch witziger. Oder schlimmer, je nachdem, wie man sieht. Überlegt euch mal kurz, ich mache mal so ein paar Sekunden Pause, so Bedenkzeit, wie das im HTML-Code umgesetzt ist. Also, was sich sozusagen dahinter verbirgt. Weil die Frage ist natürlich auch, könnte ich jetzt, was ich bei der Bürgerschaft zum Beispiel kann, auf eine Tagesordnung, jetzt sagen wir einer öffentlichen Sitzung, wenn ich jetzt nicht über das Login-Portal hinkomme, sondern über den öffentlichen Zugang, könnte ich einen festen Link anderen Leuten teilen, so wo sie dann direkt auf die Tagesordnung kommen und nicht mehr sich durchklicken müssen. Geht das? Sagen einen festen, stabilen Link. Das ist sozusagen die Challenge gewesen, die ich mir immer gestellt habe. Geht das irgendwie? Ich warte mal so vielleicht 10 Sekunden. So, dann schauen wir uns das jetzt mal an, wie das aussieht.
Wunderschönes Tabellendesign. Wenn man so zurückdenkt, wann Diffs eingeführt wurden in HTML, dass wir mittlerweile HTML5 haben und das Tabellendesign so, also echt so ein Anti-Pattern ist, das wird noch produktiv eingesetzt. Und alle drei Links zusammen finden sich in einer Tabellenzeile, die geht, findet hier statt, beginnt hier, meine ich, mit TD Class ME1, geht bis hier hinten. Innen drin ist eine ganze Tabelle. Diese wiederum hat eine Tabellenzeile und Zelle mit diesem einen PixGIF, wohinter sich das PDF-Symbol verbirgt. Und eine weitere Zeile, also anscheinend sind hier die Zeilen von links nach rechts statt von oben nach unten, mit einer Zelle, die dann bis hier geht. Und dort sind Formulare drin. Ja, richtig. Jeder dieser Einträge ist ein Formular, kein Link. Das heißt, es gibt ein Formular für zum Beispiel die Tagesordnung. Ich habe da mal markiert, was irgendwie relevant ist, also Action. Dann gibt es irgendwie so einen versteckten Input mit DolphDNR und Options 64 und dann einen Button halt, wo ich raufklicke. Also, das hier sind Buttons. Okay, hab ich mir überlegt, okay, wie kriege ich jetzt daraus einen stabilen Link? Wofür steht DolphDNR? Nun, mal ein bisschen nachgedacht, das könnte stehen für Dokument laufende Nummer. Dann die Action, DO027. Keine Ahnung, warum das ist, aber das ist halt irgendwie die Action dafür. Okay. Und dann, wenn man das zusammenpackt, haben wir halt die Parameter DolphDNR, dann die Nummer der Drucksache und dann Options 64. Und das scheint für PDF zu stehen. Ich habe es nicht mal geändert und dann kam keine PDF-Seite. Der Aufruf ist aber per GET möglich auch. Das heißt, ich kann es auch in die Browser-Suchzeile reingeben, ranhängen an diese DO027 ASP und lande dann bei der gleichen Seite. Also auch dann wird sagen, wird ein neuer Tab geöffnet mit einer temporären Link, wo dann die PDF-Viewer angezeigt wird, dann kann ich sie runterladen. Ist das denn vielleicht ein persistenter Link? Zwar mit Umwegen bekommen, aber wenn ich den jetzt habe, ist das ein persistenter Link? Kann ich den teilen? Nee. Also, es ist ein ganz klares Jein. Es ist persistent in dem Sinne, dass der Link immer aufs korrekte Dokument zeigt. Aber aus irgendwelchen mir absolut nicht verständlichen Gründen muss vorher die Startseite einmal aufgerufen werden. Also auch bei der öffentlichen Seite, wo man gar kein Login hat, da muss ich einmal die Startseite aufrufen. Und wenn ich danach direkt den Link in die URL, also direkt die URL aufrufe, im gleichen Tab, ohne manuell hinzunavigieren, dann funktioniert's. Sonst nicht. Also wird scheinbar irgendeine Art von Session-ID gesetzt, ohne die das Ganze nicht funktioniert. Also scheinbar war das Design-Ziel damals, es möglichst schwierig zu machen, Dokumente zu teilen. Dachte ich aber, okay, Challenge accepted. Kriege ich es irgendwie hin, dass ich nicht so viel klicken muss, die Dokumente schneller bekomme und mir wertvolle Zeit spare? Überlegt, was muss ich eigentlich machen? Wir haben da ein Login. Da muss ich auf hier starten klicken. Dann auf eingeladen klicken. Dann rufe ich die Sitzung auf. Dann lade ich mir alle drei Dokumente herunter. Ziemlich monoton, oder? Dachte ich, okay, was kann sowas sinnvoll automatisieren? Ja, vielleicht sowas wie Selenium, was anderweitig für Browser-Tests verwendet wird, aber vielleicht auch für einen Scraper nutzbar ist. Nun, für den Login brauche ich Zugangsdaten. Und die will ich jetzt nicht in den Quellcode reinspeichern. Das wäre irgendwie blöd. Erst recht bei der Open-Source-Software, die man dann online stellt, da sollte man keine Zugangsdaten reinpacken. Also brauchst du eine Konfigurationsdatei, die nicht committed wird, die aber dann sagen, zur Laufzeit im Programm bekannt ist. Das Ganze habe ich als Python-Paket gemacht. Das nutzt dann Firefox mit dem Gecko-Driver, eben Selenium und ist auf PyPI verfügbar. Hier. Also, ich sage das nicht nur, das stimmt auch. Das gibt's da. Kann man sich auch installieren. Aber so richtig perfekt ist die Lösung nicht. Es ist nicht mobile-friendly, weil weder auf Android noch iOS kann ich Python laufen lassen. Also brauche ich zusätzlich noch so eine Mobile-First-Index-Page mit Links zu geladenen Dokumenten. Das habe ich dann mit Bootstrap 4 gebaut, auf dem Überspace gepackt, das als Cronjob ausgeführt und hinter einer HTAccess versteckt.
weil die Dokumente, die ich als Abgeordneter runterlade, ja auch nicht öffentliche Teile enthalten und diese dürfen nicht weltöffentlich werden. Ergo brauche ich da einen Zugangsschutz. Das Ganze wird dann in der Index.html einfach gespeichert. Da gibt es auch ein paar Probleme noch mit Selenium, dass er auf Überspace dann den Headless-Mode nutzt. Manuell kann ich es irgendwie aufrufen, aber die Cronjob-Ausführung liefert regelmäßig Fehler. Aktuell nicht, weil es keine Sitzung gibt, zu denen ich eingeladen bin, aber ne? Aber die Fehler, also ich habe es bisher nicht beheben können, warum der Fehler auftritt oder was dahinter steckt. So, aber genügend sozusagen mit der Theorie. Ich gehe mal ein bisschen in die Praxis rein und zeige einmal den Quellcode. Das Ganze beginnt hier mit Importen, irgendwie relativer Standardkram, zwei fest gespeicherten Links, die ich mir hier sozusagen als Weiterleitung eingerichtet habe, mit Bezirk Eimsbüttel, das leitet halt auf die öffentliche Startseite weiter und das hier leitet auf die auf diese Login-Seite vom Serviceportal weiter mit dem richtigen Weiterleitungslink, dass man halt nicht zwei unnötige Klicks mehr machen muss. Standard-Config-Optionen, die jetzt hier zum Tragen kommen, wenn die Config-Datei nicht gefunden wird im aktuellen Arbeitsverzeichnis, wird sie erstellt mit den Standard-Optionen, ansonsten wird sie eingelesen. Hier wird Firefox gestartet, dann wird die Login-Seite aufgerufen, das Login durchgeführt, dann wird diese Seite aufgerufen, das ist die mit diesem hier Starten-Button. Als nächstes wird man diese Seite aufrufen. Das habe ich noch nicht erklärt, diese SI012 ASP, das steht für diese eingeladen zu Seite. Das hat halt irgendwie die Serveradresse, warum auch immer. Da hole ich mir alle Sitzungen, die da in der Tabelle drin stehen, lade die Dokumente entsprechend herunter, am Ende schließe ich den Browser. Also ganz grob. Login ist einfach, sucht das Element Login Name, Passwort, Button Login und fertig. Und Get Meetings ist eine Tabelle mit zwei verschiedenen Farben, die dann ausgedrückt werden über ZL12 und ZL11, gehe ich die einzelnen Einträge, also die Sitzungen durch. Jede Sitzung ist dann eine Tabellenzeile, die hat dann verschiedene Tabellenzellen. Und dann hole ich mir aus der ersten Spalte den Tag, aus der zweiten die Zeit, dann ist in der fünften Spalte ist der Link drin. Das ist so ein Link-Objekt, wo ich mir dann den tatsächlichen Link aus diesem href raushole und den Namen der Sitzung aus dem Textbereich des Links. Den Ort dann aus der sechsten Spalte entsprechend, dann füge ich das hinzu, was ganz einfach ist in Python, irgendwie mit, glaube 3.7 ist das oder so, mit einer Data-Class muss ich nicht, also ne, ist dann Getter, Setter, alles mit dabei, muss ich nicht so viel selber machen. Dann Dokumente herunterladen, läuft irgendwie das wieder dieses 027. Ich rufe jetzt diesen Agenda-Link auf, also den Übersichtslink, das hatten wir mit diesem Kerngebietsausschuss, wo man dann diese drei weiteren Links hat. Die suche ich hier über XPath nach einem Formular, hole mir die Links raus, also für die Tagesordnung, für die Mappe und für die Einladung, rufe die jeweils auf, dann landet der sozusagen dieser Browser auf dieser temporären PDF-Seite und dann kann ich die PDF herunterspeichern. Das mache ich sagen für alle Meetings, die ich gefunden habe. Und ja, hier wird der Link zusammengebaut. Hier habe ich noch einen formatierten Dateinamen, speichere die PDF, extrahiere den Tag und hier hole ich mir einen abgekürzten Ausschussnamen, weil die sind ja relativ lang. Und am Ende die systemisch errechneten Abkürzungen, die ersetze ich dann noch durch die feststehenden Abkürzungen hier in der Definitions Python. Ja, so viel sagen zum Quellcode. Ich führe das Ganze mal aus. Dann wird sagen sichtbar, also kürzer wird so aufploppen ein Firefox-Window, welches dann von Selenium gesteuert ist. Da werden die Sachen eingetragen, dann klicke ich auf hier starten, klicke auf eingeladen. Das hört jetzt da auf, weil es nichts Eingeladenes gibt. Aber das war doch schon mal deutlich schneller, als wenn ich es manuell durchklicken muss. Das spare ich schon mal wertvolle Zeit. Wenn das jetzt alles so heruntergeladen wurde und dann diese Index.html generiert wurde, sieht das Ganze so aus.
Der letzte Ausschuss, wo ich jetzt eingeladen wurde, war der 18. März, nennt sich dann GNUFDI, steht für Grün, Nachhaltigkeit, Umwelt, Verbraucherschutz, Wirtschaft und Digitalisierung. Also, wenn InformatikerInnen denken, sie lieben Abkürzung, die Politik liebt Abkürzung noch viel, viel mehr. Wenn ich dann darauf klicke, habe ich irgendwie Einladung, Mappe, Tagesordnung, Ort. Das könnte man sich selbst sicherlich auch wieder so implementieren. Diese konkrete Datei wird jetzt natürlich nicht öffentlich zugänglich sein, aus offensichtlichen Gründen. Und das Ganze funktioniert aber auch, wenn ich das zum Beispiel kleiner mache, sieht das halt trotzdem gut aus, während so ein Directory-Index vom Standard-Web-Server ohne Bootstrap oder andere Möglichkeiten würde halt trotzdem die Desktop-Seite anzeigen. Dann haben wir hier so oben links ganz klein drei oder irgendwie hier entsprechend viele Links. Das ist dann nicht so schick. So, gehen wir mal zurück zur Präsentation. Was denn der Ausweg sein kann? Weil das ist halt, wie gesagt, ein Workaround, der funktioniert ist, wenn man eingeloggt ist, auch nur unter Umständen und wirklich nicht so rund und perfekt. Also was wäre sagen, eine grundsätzliche Lösung des Ganzen? Und da bin ich dann auf Opal gestoßen. Das ist nach eigener Aussage eine Standard-API für den Zugang zu öffentlichen Inhalten in kommunalen Ratsinformationssystemen, damit die Inhalte daraus im Sinne von Open Data für möglichst viele verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. Klingt toll, oder? Ich habe auch nochmal mit den Leuten dort kommuniziert, weil die Webseite die letzte Nachricht, also die letzte News etwas her ist. Die sagen, ja, die sind noch so aktiv, das ist nicht eingeschlafen, das ist nicht gestorben, ist nur relativ gut schon fertig, der Standard, dass sie halt nicht mehr so viel ändern müssen daran. Nächste Frage ist natürlich, wie verbreitet ist der Standard? Also technisch umsetzbar im Sinne, ist das in diesen Ratsinformationssystemen vorhanden? Wenn nicht, kann man sich auch sparen. Aber die gute Nachricht ist, es ist eigentlich in allen namenswerten Ratsinformationssystemen implementiert. Also CCE-GOV im Alris hat es drin, SomaCost-SessionNet hat es, Sternberg SD-Net, More Software, More Rubin. Und die Alris-Version 4 unterstützt es definitiv. Das steht auf der CCE-GOV-Webseite, auch in der sagen, Produktbeschreibung drin. Ist irgendwie ein Absatz drin, dass das mit unterstützt wird. Dachte ich so, ja, eigentlich beste Voraussetzung, oder? Naja. Ich habe die Rechnung ohne die Verwaltung gemacht. Denn da gibt es so einige Hürden. Fangen wir an mit mangelndem Verständnis von Open Data. Mal exemplarisch gemacht an der Digitalstrategie der Stadt Hamburg. Erarbeitet durch die Senatskanzlei. Das ist an und für sich gar nicht so schlecht, aber wenn ich mir ins Glossar reingucke, was bei Open Data steht, steht da offene da für offene Daten, Daten ohne Lizenz. So, das habe ich erstmal sacken lassen, weil ohne Lizenz heißt ja eigentlich alle Rechte vorbehalten. Also genau das Gegenteil dessen, was offene Daten wären. Damit Daten offen werden, weil ja der Urheberrechtsschutz standardmäßig greift, muss ich sagen, auf Teile meiner urheberrechtlichen Rechte verzichten, damit es offen wird. Und deswegen muss ich es explizit unter eine Lizenz stellen, damit etwas als Open Source, Open Data verwendet werden kann. Dachte, okay, ich kann zumindest ein Auge zudrücken. Vielleicht dachten sie an sowas wie Microsoft Windows Lizenzen, dass man jetzt nicht so eine Lizenz kaufen muss, kein Pop-up-Bildschirm hat mit einer Lizenzbedingung. Aber nur weil man das nicht hat, heißt es ja nicht, dass es keine Lizenz hat. Also sagen wir mangelhaft, mangelhaftes Verständnis. Gehen wir aber weiter. Der Nutzen einer solchen Schnittstelle scheint der Verwaltung nicht so ganz klar zu sein. Die Einführung kostet vermutlich mal Geld. Wenn wir jetzt auf Version 4 upgraden würden, was sicherlich nicht schlecht wäre, weil modernere UI sowieso mal nötig wäre. Aber es kostet sicherlich Geld, dann ohne am Ende einen spürbaren Nutzen zu bekommen, weil anscheinend eine bessere UI kein Nutzen ist in der Verwaltungssicht. Oder man Leute schulen müsste, es kostet also Geld. Es wird für die Verwaltungsarbeit selber nicht benötigt. Also dieser Standard wird nicht benötigt. Das ist ja eigentlich aber auch gerade der Sinn des Standards. Es ist ja nicht dafür da, dass die Verwaltung damit besser arbeitet, sondern dass die Daten für Dritte, seien es Firmen oder Privatpersonen, einfach online zugänglich gemacht werden und vor allen Dingen maschinenverarbeitbar. Es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, also stellt sich wohl die Verwaltung die Frage, wozu machen wir das alles? Also warum sollte ich Geld in die Hand nehmen für etwas, was mir nichts bringt? So.
Denke ich mir so an Angebotsplanung. Eigentlich bräuchten wir da eine Angebotsplanung in der IT. So wie es im positiven Sinne ja im Verkehrsbereich in Hamburg gemacht wurde. 2018 und 2019 gab es zum Fahrplanwechsel jeweils eine Angebotsoffensive. Da ist also die Stadt hingegangen, hat Geld investiert und die Takte verdichtet, längere Züge fahren lassen, eine Taktgarantie gegeben, dass auf allen Linien auch bis spät in die Nacht 10-Minuten-Takt oder teilweise 5-Minuten-Takt gefahren wird. Auch wenn das die Fahrgastzahlen nicht hergeben erstmal. Weil es natürlich im Ende ein Henne-Ei-Problem ist. Wenn die Kapazität nicht da ist, dann kann sie nicht genutzt werden. Und wenn man immer wartet, bis ein Bus überfüllt ist, dann ist es ein abschreckender Effekt und Leute nutzen den ÖPNV dann nicht. Da wurde es also verstanden, dass man da investieren muss, ein Angebot schaffen muss, damit dann die Nachfrage entsprechend wachsen kann. In der IT scheint es aber immer noch umgekehrt zu sein, dass dann auch die der Sache kommt, ja, es nutzt niemand. Warum sollten wir es also einführen? Das ist natürlich wieder so ein Henne-Ei-Ding. Wenn es kaum eine Stadt umsetzt, dann kann es ja auch nicht genutzt werden. Leuchtet eigentlich ein, aber anscheinend nicht in der Verwaltung. Und das Ganze, sozusagen die Krone wurde dem aufgesetzt, als dann sozusagen in der Kommunikation, die ich dann über Umwege mit der Verwaltung hatte, dann im Endeffekt zurückkam, dass sie Opal als proprietären Standard ansehen. Da dachte ich mir so, proprietärer Standard. Hat die Verwaltung auch nur ein einzelnes Mal auf die Webseite von Opal geguckt oder sich angeguckt, was proprietär bedeutet? Offensichtlich nicht. Denn weder ist Opal proprietär, noch ist es irgendwie ein Standard, der nur von ein paar Herstellern entwickelt wurde. Ja, es wurde mit den Herstellern zusammen entwickelt. Damit es genutzt werden kann, Standard ohne Einbindung ist nicht, hat quasi keinen Wert. Das ist Papier nicht wert. Ja, diese drei Sachen zusammen sorgen also erstmal dafür, dass man da nicht weit kommt. Was also tun? Na, an erster Stelle sich auf offene Stellen in der Verwaltung bewerben. Ehrlich. Also, wenn irgendwo IT-Stellen offen wären, bewerbt euch. Oder auch sonst Stellen, die um Rande mit IT zu tun haben. Weil wenn nie kompetente Leute in die Verwaltung reingehen, dann kann das sich ja auch nicht bessern. Die Kompetenz, die fällt ja nicht vom Baum. Die muss ja irgendwie reinkommen in eine Organisation. Der zweite Weg ist, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, also einfach die deutschen Beamten zu verdonnern, das zu machen. Dann machen sie es auch. Und zwar wichtig, dass es ein maschinenlesbarer Zugriff ist auf tagesaktuelle Daten. Denn es wird ja schon eine PDF ins Transparenzportal gestellt und da wird mir gesagt, das ist sozusagen ja schon Crème de la Crème. Ich denke mir so, das ist so low-hanging fruits, das ist so das Minimalste, was man machen kann, aber das ist doch nicht Crème de la Crème. Das ist auch nicht das höchste der Gefühle, weil da fehlen halt viele Metainformationen, da fehlen die Infos, über welche Gremien so ein Antrag gegangen ist, was die verschiedenen Abstimmungsergebnisse waren, etc. Das alles fehlt, wenn ich sagen, den beschlossenen Antrag am Ende habe, nur als PDF, zumal eine PDF nicht so gut maschinenverwertbar ist, wie wenn ich eine reine Textdatei hätte, die ja noch angereichert ist mit Metainformationen. Um als Positivbeispiel mal was zu geben, guckt euch Stadt München an. Also die haben zwar auch ein crappy Ratsinformationssystem von der Optik her, aber da sind die Daten eben über die Schnittstelle angeboten. Und deswegen, ich glaube, München transparent oder so, zeigt die halt in einer viel schöneren Optik an. Ist auch verlinkt bei opal.org, glaube ich, als Positivbeispiel. Und zu guter Letzt, Druck machen bei der Politik. Denn ich meine, ich komme da, hab da so ein bisschen die Binnensicht drauf. Wenn man sich mal so anguckt, ob überhaupt und wenn ja, auf welchen Listenplätzen also Leute mit IT-Kompetenz in die Parlamente kommen, falls sie es reinschaffen, das ist erschreckend. Und also ich meine, auch dort, ohne IT-Kompetenz, kann da auch keine Kompetenz erwachsen. Und das ist nicht nur schlecht, es gibt auch sehr viel IT-kompetente Leute zum Beispiel bei den Grünen, auch bei anderen Parteien. Aber das eine ist, was sagen dann Fachgremien in der Partei, die dann die Kompetenz haben, die teilweise auch beim Chaos Computer Club engagiert sind, an so eine Fachexpertise reinbringen. Das andere ist, was sich dann an den Entscheidungspositionen tatsächlich niederspiegelt. Und ob man wirklich dann eine Person zum Beispiel in der Bürgerschaft hat, die wirklich mit Herzblut für IT einsteht und das nicht nur als Thema behandelt, was man auch noch in seinem Portfolio hat. Ja. Damit bin ich dann sozusagen hoffentlich mit einem positiven Ausblick am Ende, was man da machen kann. Ja, und
Falls ihr noch Kontaktmöglichkeiten sucht, so meine Webseite, da ist auch der öffentliche Schlüssel für GPG hinterlegt. Auf Twitter, GitHub, Twitch, also einfach mal nach zwei Marten suchen, da werdet ihr schon relativ gut fündig. Und jetzt, also die letzten Minuten, freue ich mich auf eure Fragen. Jo, da. Ja, danke schön für den interessanten Talk, lieber zwei Martins. Dann werden wir uns jetzt mal die Fragen ansehen. Es gab eine Frage zu Opal, die wurde schon beantwortet. Die nächste wäre, wie kann man vermeiden, dass am Ende ein Stapel von komplizierten Skripten rauskommt, um ohne Komplikationen von darunterliegenden Skripten herumzuarbeiten? Vielleicht so als Technikinfo, ich höre gerade die Fragen nur über den Stream, nicht über Mumble. Deswegen die verzögerte Antwort. Also ich habe die erste Frage jetzt über den Stream irgendwie gehört. Also ich weiß nicht, was ich da groß sagen soll zu dem Stapel an Skripten. Ja. Gut, ich versuche mal nochmal. So. Gut, das mit der Verzögerung ist natürlich ärgerlich. Nächste Frage, ist es eigentlich compliant, wenn du als Arbeitgeber... Moment. Ist es eigentlich compliant, weil du, wenn du als Abgeordneter nicht öffentliche Dokumente auf fremden Systemen im Internet ablegst? Vom Schutz durch einen HT-Access ab mal abgesehen, welche Richtlinien gibt es denn für euch Abgeordnete hinsichtlich Dokumentensicherheit und Daten mit nach Hause nehmen bzw. auf eigenen Servern speichern? Ja, schöne Frage. In der Tat, ich meine, wir haben ja auch alle unsere privaten Geräte, wo wir die ganzen Dokumente speichern. Die sind mal mehr, mal weniger geschützt, würde ich jetzt mal annehmen. Bei uns in der Fraktion haben wir zumindest Fraktionsadressen, über die wir dann so die politische Arbeit machen. Aber erfahrungsgemäß gibt es auch durchaus vielleicht auch kleinere Fraktionen, die dann nicht einen eigenen E-Mail-Server haben, die dann irgendwelche Webmailer nutzen für solche Drucksachen. Insofern ist das, ja, die IT-Sicherheit ist da nicht so sonderlich gut aufgestellt. Und da ist, glaube ich, ja, so ein Dokument, was auf dem Server liegt, mit HD-Access geschützt, mag man sagen, ist vielleicht nicht ideal, ist aber, finde ich, sagen von dem Risiko dort,
auch nicht sonderlich höher, als wenn das im Klartext Dokumente dann innerhalb von Fraktionen verschickt werden über nicht verschlüsselte E-Mails. Da finde ich, ist das mit dem HD-Access geschützt deutlich sicherer. Dankeschön. Dann eine sehr interessante generelle Frage. Wie kann man IT-Stellen in der Verwaltung attraktiver machen? Der eine Sache ist natürlich die Bezahlung, wobei ich sagen muss, dass Dataport gar nicht so schlecht sagen, bezahlt. Die haben ja einen Tarifvertrag, das ist das Schöne, da kann man sich mal angucken, was man bekäme. Wenn man sagen, bei Dataport, dem IT-Dienstleister davon, unter anderem Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, glaube ich, anfängt. Und das ist, also wenn man mal so in Gehaltsgesprächen ist, so wenn man am Start der Karriere ist, ist das gar nicht so schlecht, was die da zahlen. Also es ist natürlich wie immer so, wenn ein System aktuell nicht so geil ist, hat es immer Schmerzen, um das System besser zu machen. Und da ist es immer verlockender, wenn ich dann stattdessen was anderes mache. Aber da das dann jedem so geht, werden dann nur die sozusagen dahin gehen, die vielleicht gar nicht das Herzblut haben, die dann vielleicht nur Überzeugungstäter sind, das ist auch gut, die dann aber sagen, ich mache es, weil es mir wirklich ideologisch wichtig ist, da in der Verwaltung was besser zu machen oder die einen sicheren Arbeitsplatz haben wollen oder. Ja, also so ein bisschen, wenn man so die Hausaufgaben vor sich herschiebt, so, weil es verlockender ist, am Spiel zu sitzen. So. Klar, es macht Schmerzen, erstmal die Hausaufgaben zu machen oder eine Abschlussarbeit zu schreiben oder. Muss da trotzdem irgendwie durch. Und ja, das wäre so mein Ansatz. Also vielleicht einerseits an der Bezahlungsschraube drehen, andererseits an dem eigenen Frustrationstoleranz was machen. Herzlichen Dank. Unser Zeitslot geht zu Ende und es sind tatsächlich reichlich Fragen im Pad aufgelaufen. Ich nehme mal an, dass du die ein oder andere noch über die sozialen Medien oder über den direkten Kontakt beantworten könntest. Das sind jetzt die Methoden, auf die wir natürlich jetzt ganz besonders mit dieser Online-Konferenz zurückfallen müssen. Und herzlichen Dank für den Vortrag. Gerne.